Wir als Firma sind damit beschäftigt, ein Umweltinformationszentrum hier in Fora auf der Insel Rügen zu errichten. Die Investitionssumme der Erlebnisakademie beläuft sich auf knapp 13 Millionen. Unsere Firma wurde hiermit beauftragt, für knapp 2,5 Millionen die Maurer und Maurer, Stahlbeton und Zimmerarbeiten auszuführen, die das Kassenhäuschen betreffen. Auf der linken Seite kann man hier sehen das Kassenhäuschen und die Sanierung, wo die Kollegen im Moment damit beschäftigt sind, die oberste, letzte Decke einzubetonieren. Wurde eingeschaltet und sind im Moment im Betoniervorgang. Hier sind die Kollegen bei und bauen die Spezialbewehrung ein für die Länge, die langen 18 Meter langen Füße, die von einer Spezialfirma eingebaut worden sind. Danach werden die Fundamente eingeschaltet, wo der Stützenfuß in fast 10 Meter Höhe zu sehen ist, wenn er fertiggestellt ist. Im Moment sind die Kollegen dabei mit den Sanierungsarbeiten im Bereich des Schlösschens, was auch zum Umweltinformationszentrum kommt. Weiterhin wird hier später mal wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, der Förster von diesem Gebiet hier einziehen. Es wird originalgetreu wiederhergestellt. Auf der linken Seite, wenn wir ein bisschen rumschwenken, sind die Kollegen damit bei, die nächsten Stützen. Wenn wir noch weiter in den Wald hineinschwenken, können wir sehen, dass dort im Moment an den Arbeiten des Fahrschuhschachts im hinteren Bereich, noch ein bisschen weiter rum, ja genau, dort kann man die ersten Stützen schon sehen, der knapp 27 Meter hoch wird. Das ist der Polier, der zuständig für diese Baumaßnahme ist und sie auch bis zum Schluss begleiten wird. Viel Erfolg! In diesem Moment wird Spezialbewehrung eingeführt für die Stützen für den 27 Meter hohen Fahrschuhschacht, der hier mitten im Wald entsteht. Das ist das Ende von dem Baumwürfelbad. Auf der linken Seite sehen wir mit dem blauen Helm den zuständigen Oberpolier und Meister Herrn Schmidt. Auf der rechten Seite ist der Zimmermann Steffen Neuwerk zu sehen. Hier im Fachmanager solider Arbeit eine Stützenbewehrung herstellen. In den nächsten ein, zwei Tagen wird sicherlich das Betonieren vonstatten gehen. An dem Bauobjekt sind aktuell sehr, sehr viele einheimische Firmen beschäftigt. Dazu gehören die Firma Rasco GmbH aus Berlin, die Firma Estra mit den Tiefbauarbeiten, Haustechnik mit den Heiz- und Sanitärarbeiten, Elektroanlagen Bergen mit den Elektroarbeiten, Bauputzservice Putbus, die großen Zimmerarbeiten, was den Baumwurzelfahrt betrifft, unterliegt der einer Firma aus Bayern, sowie den Turm von den österreichischen Kollegen, die auch Zimmerleute sind. Das war krass. Ja, der fällt mir jetzt im Moment auch nicht ein, ob ich schneide.